So, zu einer weiteren Folge Stexel, Staxel, wie auch immer. Immer noch der kleinen Farm hier. Hundi ist auch wieder dabei. Hoffe ich zumindest, dass Hundi länger bleibt. Dunkelheit, nicht gut. Na, bin ich bereit. Ja, oder so, kann man auch automatisch schlafen. Ich kann schon wieder. Lass mich raten. Hundi hat wieder Hunger. Ja, sie wachsen langsam. Langsam, wohlbemerkt. So, mal ein bisschen Holz holen. Jetzt mal die Scheune rummachen, wo wir auch mal fertig haben. Irgendwann mal. Die nicht mitkommen. Bleib da. Schützt die Farm. Komm her. Nicht weglaufen. Komm mit. So, da bleibst du jetzt. Schön da bleiben. Ich hole noch ein bisschen Holz, dann komme ich wieder. Ja, ich hätte ihn nicht, dass ich wieder suchen muss. Richtig. Ah, Nägel. Ja. Haben wir keine hier aus welchem Laden zufällig? Thank you.
Irgendwann muss ja das mal was werden. Als Wende. Fällt jetzt nicht so sehr auf. Krass, einfach. Insektennetz. Schade wieder Weltreise. Komm her, hier Futter. Schaufel.
benutzen. So groß sein, dieser gelbe Rahmen. Da kann man das auch kleiner bauen. Wenn ich mich hier nochmal so ein oder zwei Kilometer draufsetzen, dann das da drüber ziehen. Thank you.
erzeugen. Wasserstein. Nee, hier bin ich bei dem Falschen. Wenn sich ein Angebot von Tag zu Tag. Da immer sein, falls es jemand gehört hat. Sind das da eigentlich Schafe in der Kiste? Also das Angebot ändert sich scheinbar jeden Tag. Duschenkleid, zu Pullover, Hightops. Was es eigentlich für Schuhe gibt, oder für Kleidung gibt. Schade, dass ich kein Holz mehr zu verkaufen habe. Scheune fertig wird, die Kühe einziehen können. Da ist es los. Straßenpferd ist wieder unterwegs. Was ist das hier? Das ist nicht. Ziehen, da passt auch mit dem Abriss. So, dass ich dann da, wenn es von der Höhe her passen sollte, das darüber ziehe. Andererseits kann es natürlich sein, dass ich bis da oben hinbauen muss, als nur ein Block höher. Thank you.
Entziffern, was da auf dem Tisch steht. Oh ne, das ist der Helm. Oder was das im Park ist. Zwei Kühe sind da, die bekommen in der nächsten Folge noch ein paar Fenster da reingeklatscht, damit es nicht so dunkel aussieht. Futter werde ich noch für sie holen. Mal schauen, wie es weitergeht. NPCs kann man ja auch anscheinend neue hier ansiedeln, wenn man das Haus dafür baut. Ja, mal schauen. Es ist provisorisch, die Scheune. Ja, könnte besser sein. Aber naja, so gut bauen wie damals.
muss erstmal wieder reinfinden. Ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann.